Fang mal an, Marco. Du hast ein Tor geschossen, deshalb hast du den Vortritt vor dem André. Wie hast du gestern dieses Spiel empfunden? Das wird ja in deiner Nationalmannschaftskarriere sicher immer einen besonderen Stellenwert haben. Ja, absolut. Ich fühle mich natürlich sehr gut. Ich durfte gestern mein erstes Europameisterschaftsspiel machen. Habe ich natürlich sehr darauf gefreut. Wollte meine Leistung zeigen, wollte der Mannschaft helfen. Und mich freut es natürlich unheimlich, dass wir eine Runde weitergekommen sind und dass wir jetzt im Halbfinale stehen. Wie hast du den gestrigen Abend erlebt? Ja, wir haben ja beide fast zeitgleich gesagt bekommen, dass wir von Anfang an spielen. Und dann war schon von Beginn ein bisschen nervös und die Anspannung zu spüren. Wir haben vorher noch ein Video geschaut, wie es in Deutschland aussieht. Und da ist man dann höchst motiviert und freut sich einfach auf das Spiel. Und ich denke, wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir die klar bessere Mannschaft sind. Hatten viele Torchancen, gerade in der ersten Halbzeit, und hätten auch schon früher höher in Führung gehen können. Und ja, am Ende, denke ich, hochverdient 4-2 gewonnen. Und ich denke, jetzt freuen wir uns alle auf das Halbfinale. Felix Manzel. Also eine Frage an beide. Blickt schon ein bisschen voraus. Wer ist jetzt der Wunschgegner fürs Halbfinale und mit der Begründung, warum? Ich habe jetzt viel gehört gestern, ja, liebe England, aber warum ist mir nicht so klar. Wie ist bei euch die Meinung? Wen hättet ihr gerne und vor allem warum? Also mir persönlich ist es eigentlich egal. Wir wissen, dass wir eine starke Mannschaft sind und wir schauen uns das Spiel einfach entspannt an und dann freuen wir uns auf den Gegner, egal wer es ist. Ja, so sehe ich das auch. Ich denke, wenn wir unsere Leistung bringen, dann hat es jeder Gegner gegen uns schwer, egal ob es Frankreich oder England ist. Und von daher, denke ich, können wir das Spiel ohne Druck schauen und freuen uns einfach auf die nächste Aufgabe. Life is life. Er wollte natürlich Italien sagen, aber es hat jeder gemerkt. Grant Wall. Oh, Italien natürlich. Hello, Grant Wall, Sports Illustrated, USA. Not many teams would make three attacking changes in an elimination game and play at the same high level. What does it say about Germany's depth that you were able to do this last night? Kann man auf Deutsch antworten? Ja. Ja, wir wissen um unsere Stärke von dem ganzen Team und von daher wussten wir, egal wer auf dem Platz steht, jeder wird seine Leistung fürs Team bringen. Und so war es dann gestern. Der Bundestrainer wollte Veränderungen und hat die Veränderungen auch durchgezogen. Und ich denke, man hat gesehen, dass kein Leistungsabfall da war und dass der Bundestrainer einfach das Vertrauen in alle hat, dass alle ihre Leistungen bringen. Und ich denke, das könnte am Ende auch ein Trumpf für uns sein, dass wir einfach so viele gute Spieler haben und jeder die Leistung bringen kann. Wolfgang Stephan. Ja, eine Frage an beide. Seit wann wussten Sie, dass Sie auflaufen werden? Und gab es dann aufmunternde Worte von Ihren, ich nenne sie jetzt mal Kontrahenten, Lukas Podolski und Thomas Müller? Haben die was zu Ihnen gesagt? Ja, also ich habe es vom Teammeeting erfahren, also kurz vor der Besprechung. Und so wie das ist, wünscht der Bundestrainer natürlich einen viel Glück und sagt, dass man ruhig frech spielen soll, so wie man das in der Bundesliga macht, dass man sich was zutraut. Und ich denke, wir sind ein Team und wo André und ich noch auf der Bank saßen, haben wir den anderen auch Glück gewünscht. Und so war das jetzt auch bei Thomas und bei Poldi so. Ich denke, wir sind ein starkes Team und das hat sich gestern auch bewahrheitet. Also Teammeeting war gestern um 13.30 Uhr, nur um das noch zu präzisieren. Wann hast du es erfahren? Kurz nach dem Frühstück habe ich das erfahren. Auf dem Weg zum Zimmer bin ich den Bundestrainer über den Weg gelaufen und dann gab es ein kurzes Gespräch. Und so wie der Marco schon gesagt hat, wir haben den anderen Glück gewünscht, als wir nicht von Anfang an gespielt haben, und so war es auch andersrum. Und von daher zeigt es einfach die Stärke und der Charakter von unserem Team. Michael Asselm. Frage an Marco Reus. Hier bin ich. Sie sind noch nicht so lange dabei jetzt bei der Nationalmannschaft. Wie haben Sie den Bundestrainer jetzt wahrgenommen in diesen Turnierwochen bisher? Er ist ja auch ein gewisses Risiko eingegangen, indem er die Offensive komplett umgestellt hat. Ich denke, wir haben 23 hervorragende Spieler hier.
Ich denke, das hat sich in den letzten Länderspielen auch in der Bundesliga gezeigt, auch international, dass wir sehr klasse Spiele hier haben. Und mir hat der Bundestrainer immer gesagt, dass ich weiter meine Leistung zeigen soll, dass ich mich anbieten soll im Training. Und mir hat er sehr viel Vertrauen geschenkt und ich habe es versucht, gestern wiederzugeben. Maciej Migelski. Eine Frage an beide. Wie sehr hat Sie der Zustand des Rasens überrascht gestern und welchen Einfluss hatte das auf Ihren Spiel? Weil der Rasen, der war nicht, glaube ich, optimal. Ja, der Rasen war sehr tief. Gerade im 16er war schon sehr schwer Stand zu finden und ich glaube, das hat man beim ein oder anderen Abschluss auch gemerkt. Aber insgesamt denke ich, ja, war der Rasen ganz okay. Zwar ein bisschen tief, aber gut bespielbar. Ja, ich denke, so wie André das gesagt hat, der Rasen war wirklich sehr tief. Aber das hatten beide Mannschaften und ich denke, wir haben es trotzdem besser genutzt. Jürgen, sehr lustig. Mikrofon kommt. Speziell eine Frage an Marco. Wenn man so die ersten Wochen nicht spielt, bekommt man da auch Unterstützung aus dem familiären Umfeld? Redet man darüber und wie ist die Motivation da? Die Motivation ist immer da. Ich meine, das ist meine erste Europameisterschaft. Natürlich ist es mein Ziel, zum Einsatz zu kommen. Ich war natürlich enttäuscht, dass ich nicht zum Einsatz gekommen bin. Das ist ganz klar, weil jeder Spieler natürlich spielen möchte. Aber wie ich das gerade schon gesagt habe, der Bundestrainer hat mir immer das Vertrauen gegeben. Er hat immer gesagt, dass ich weiter an mir arbeiten soll, dass meine Chance kommt. Und so ist es gestern so gewesen. Jan Levenhagen. Hallo, eine Frage aus Schweden an beide. Wie würden Sie Jogi Löw als Trainer beschreiben? Ja, als sehr guten Trainer natürlich. Wir bereiten uns sehr gut auf die Spiele vor. Er hat einen genauen Plan, wie wir spielen wollen, eine genaue Philosophie und die wird uns jeden Tag eingetrichtert im Training, in Videositzungen und er arbeitet sehr akribisch. Man überlässt hier nichts dem Zufall und ich denke, auch nur so kann man sehr erfolgreich sein mit so einem Trainerteam und ja, das macht einfach riesigen Spaß, hier mit allen zu arbeiten. Super gesagt, André. Felix Manzel. Ich probiere es nochmal. Nochmal Frage an Marco und André. Gucken wir auf England, gucken wir auf Italien. Was sind die Stärken und wo sind vielleicht die Möglichkeiten, wo wir diese Teams packen können? Ich glaube, England hat sich in dem Turnier, glaube ich, sehr gesteigert. Ich glaube, die haben einen wichtigen Spieler dazu bekommen, Wayne Rooney, der natürlich überragender Spieler ist. Aber ich denke, dass wir trotzdem die bessere Mannschaft sind, dass wir bessere Spieler haben, individuell besser sind und vor allem als Mannschaft besser sind. Und ich denke, der Europameistertitel geht nur über uns. Ja, ich denke, beide haben ihre Stärken. England steht sehr defensiv, wie ich finde, sehr kompakt in ihrem 4-4-2 und versuchen auf Konter zu lauern. Gerade was der Marco auch gesagt hat, ist, glaube ich, Wayne Rooney jetzt sehr wichtig für die Engländer. Und dann Italien hat mich ein bisschen überrascht, diese Europameisterschaft. Haben sehr gut nach vorne gespielt, sehr viele Torchancen gehabt und von daher haben beide ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen und die werden wir dann analysieren und versuchen auszunutzen. Bitte sehr. Gerade gegen Griechenland standet die Nationalmannschaft sehr, sehr offensiv gegen Italien oder auch England. Denkt ihr, das kann ein Problem werden, wenn ihr so offensiv steht, dass sie auch von den, gerade aus den Flanken her, sehr gefährlich werden können? Ja, natürlich. Wir versuchen immer unser Spiel durchzuziehen und das ist unabhängig von einem Gegner und wir sind eine offensive Mannschaft, wir haben sehr viele offensive Spieler drin, aber ich denke, wir wissen auch, wie es in der Defensive geht. Wir haben, glaube ich, gestern auch sehr gut nach hinten gearbeitet, die Konter von den Griechen sehr gut bestanden und von daher denke ich, dass wir ein gutes Gleichgewicht haben und da keine großen Schwierigkeiten bekommen werden. Ja, Sie verstehen sich gut, sehen wir auch hier. Darum sind Sie ja immer zusammen. Gregor Derichs. Das ist ja genau meine Frage, Harald. Harald hat euch als siamesische Zwillinge vorgestellt. Versteht ihr euch besonders gut?
Ja, natürlich. Ich glaube, also wir haben jetzt, wo ich bei Gladbach gespielt habe, kam André immer zu mir. Er wohnt ja in Köln und er hat mich besucht, ich habe ihn besucht und wir haben öfter mal was zusammen gemacht, da die Verbindung natürlich nicht so groß ist. Und ja. Willst du noch was dazu sagen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, ich glaube, der Marco hat es gesagt, wir sind sehr gute Freunde, wir verstehen uns, wir sind auf einer Wellenlänge und sowas ist, denke ich, auch ganz wichtig oder gerade wichtig auch für mich, dass ich einfach so jemanden oder auch noch Mario Götze habe, die einfach genauso ticken und mit denen es immer Spaß macht, zusammen zu sein. Bitte sehr. Before the tournament, many people told that Germany already maybe is number one favorite instead of Spain. What did you think about that before the tournament? What kind of feelings do you have now? Did Germany become the real favorite number one in your own feeling, for both players? Mm-hmm. Ja, ich denke, wir haben. Ja, ich glaube, wir haben vor dem Turnier ein Ziel ausgegeben und das war, dass wir den Titel unbedingt wollen. Und ich denke, wir haben uns jetzt im Turnier mal weiter gesteigert. Wie ich das gerade schon gesagt habe, ich glaube, der Europameistertitel geht nur über uns. Und wir freuen uns auf das Halbfinale. Und ja, wir haben unsere Position oder unsere Wünsche haben wir eindrucksvoll bewiesen, dass wir eine starke Mannschaft haben. Wir haben alle Spiele gewonnen und auch, denke ich, verdient gewonnen. Und von daher sind wir sehr selbstbewusst und gehen selbstbewusst ins Halbfinale. Und ist ganz klar unser Finale unser Ziel, ins Finale zu kommen und dann auch den Pott zu holen. Und von daher denke ich, dass wir unsere Position eindrucksvoll bestätigt haben. Stefan Hermanns. Marco, Sie zeichnen sich eigentlich durch eine hohe Effizienz im Abschluss aus. In der ersten Halbzeit hatten Sie zwei, drei Gelegenheiten, die Sie vergeben haben. Inwieweit hat Sie das beschäftigt, gerade in diesem wichtigen Spiel? Und die zweite Frage wäre, haben Sie mitbekommen, dass Sie mit einer vergebenen Chance doch einen ziemlichen Wutausbruch beim Bundestrainer ausgelöst haben? Ja, ich habe mich natürlich auch geärgert, dass ich vorhin in der ersten Halbzeit die zwei, drei Chancen nicht reingemacht habe. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass man weiter positiv denkt. Ich wusste, dass ich, wenn ich so weitermache, dass ich meine Chance noch bekomme. Dass ich dann noch ein Tor gemacht habe, ist natürlich umso schöner. Ich weiß, dass ich in den zwei, drei Aktionen konzentrierter hätte arbeiten müssen. Das versuche ich tagtäglich im Training zu verbessern. Und ich habe es in den Ausschnitten gesehen, dass der Bundestrainer sich wohl sehr geärgert hat, dass wir unsere vor allem in der ersten Halbzeit zahlreichen Chancen nicht reingemacht haben. Günter Klein. An jeden eine Frage. André, Sie wurden als belebendes Element für die Offensive wahrgenommen. Es gab allerdings auch Kritik. Sie hatten, glaube ich, den Ballverlust vor dem 1-1. Sehen Sie da irgendeine Mitschuld bei sich in der Entwicklung dieses Tores? Und die Frage an Marco Reus. Die englischen Zeitungen haben jetzt wieder voller Bewunderung den Ausdruck Rolls-Royce hervorgeholt. Wie gefällt Ihnen denn dieser Spitzname? Natürlich weiß ich, dass ich da eine Mitschuld habe, ganz klar. Ich spiele den Ball quer, zu ungenau und leite damit den Konter ein. Und da ärgere ich mich natürlich, ist ganz klar, und versuche das zu verbessern. Aber ich denke, insgesamt war das ganz ordentlich. Ein, zwei Ballverluste, leichte Ballverluste hatte ich, ganz klar, das weiß ich auch. Und da versuche ich mich natürlich zu verbessern. Ja, zu mir, was soll ich da sagen? Ich kann ja nicht beeinflussen, was da geschrieben wird. So sind die Engländer, glaube ich, so. Ich habe versucht, einfach mein Spiel zu spielen, Gas zu geben und der Mannschaft weitgehend zu helfen. Hoffentlich schreiben Sie es richtig, das Rolls-Royce. Uwe Kastner hat sich erledigt, dann Klaus Jakob. Marco, Sie machen auf uns alle immer so einen ruhigen, eher schüchternen Eindruck und dennoch haben Sie ja diesen Killer-Instinkt. Also mal Mr. Hyde, mal Dr. Jekyll, wie passt das zusammen? Ja, ich sehe einfach keinen Grund, wenn man ein gutes Spiel gemacht hat oder gute Spiele gemacht hat, dass man dann so euphorisch wirken sollte oder arrogant, sondern ich weiß, das alles ganz gut einzuschätzen. Ich weiß, dass ich mich noch in etlichen Dingen verbessern kann. Mich freut es einfach, dass ich auf dem Platz stehen kann, vor allem gestern,
das hat mir sehr gut getan und ja, ich bin natürlich momentan froh um die Situation jetzt. Harald Pistorius. Herr Reus, Sie hätten bei Ihrem Tor den Ball auch humorlos ins Netz schieben können. Wissen Sie eigentlich oder können Sie sagen, warum Sie den so lustvoll unter das Dach gezimmert haben? Ich habe die Situation ein bisschen anders wahrgenommen, als ich sie hinterher dann doch gesehen habe. Ich habe gedacht, auf der Linie wäre noch ein Spieler von Griechenland. Und ja, in der Situation, da blieb mir für mich aus meiner Situation nichts anderes übrig, als einfach draufzuhauen, sage ich mal. Natürlich habe ich da ein bisschen Glück gehabt. Dass ich den so treffe, ist natürlich schön. Olaf Kupfer. Frage an beide. Glauben Sie denn, sich jetzt fest ins Team gespielt zu haben oder könnten Sie auch damit leben, wenn der Bundestrainer im Halbfinale wieder anders entscheiden würde? Ja, man hofft natürlich, dass man weiterhin die Chance bekommt, aber wir wissen alle, dass wir ein Team sind, dass es nur den Erfolg gibt mit dem Team und von daher muss der Bundestrainer einfach entscheiden, mit wem er das bessere Gefühl hat, wen er bringen will und so wie die Entscheidung fällt, werden wir die alle akzeptieren und trotzdem in unserer Rolle alles fürs Team geben, denke ich. Blair Chang, bitte hier in der Mitte das Mikrofon. Marco Ruiz, hat jemand schon Ihnen gesagt, dass Ihre Frisur schon viel schöner als Mario Gomez? Also ich habe die Frage jetzt so verstanden, dass Sie gesagt haben, dass meine Frisur schöner ist als die von Mario Gomez? Du hast es richtig verstanden. Darum sind wir ja auch so gespannt auf deine Antwort. Ja, Mario. Nein, das weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen über Mario. Nein, im Ernst. Ich versuche natürlich, das Bestmögliche aus mir rauszuholen. Ich glaube, wir wissen alle, dass Mario auch eine schöne Frisur hat. Aber wie Sie das gerade schon so schön gesagt haben, ich glaube, über meine Frisur geht nichts. Also wir einigen uns in der Tat darauf, dass wir zu euch beiden sagen, ihr habt die Haare schön. Thomas Skulski. Gerne an beide. 6 Tage zwischen Viertel- und Halbfinale sind eine ganze Menge. Ihr Gegner wird 2 Tage weniger haben. Wäre Ihnen das lieber und finden Sie den Modus so in Ordnung? Ist schon eine lange Zeit zwischen den Spielen jetzt. Die Tage werden lang werden und mir wäre es persönlich auch lieber, wenn wir weniger Zeit hätten, um uns auf das Spiel vorzubereiten. Aber so ist es nun mal. Wir haben jetzt lange Zeit zum Regenerieren und hoffen vielleicht, dass es dann doch am Ende den Ausschlag geben kann, dass wir vielleicht ein bisschen frischer sind, ein bisschen spritziger. Und ja, von daher nehmen wir es so, wie es ist und versuchen uns bestmöglich vorzubereiten. Felix Mansel. Jetzt hatte die deutsche Nationalmannschaft das jüngste Team im Turnier. Kann man trotzdem in diesem jungen Team nochmal von einer neuen Generation sprechen? Sprich, ihr beide seid ja jetzt noch relativ in Anführungszeichen frisch dabei. Fühlt ihr euch als die nächste Generation oder als die Nachkommen? Oder ist das alles so jung, dass ihr alle jung seid? Ich glaube, wir haben wirklich ein extrem junges Team. Das ist nicht nur André und ich, sondern das sind noch viele andere Spieler, die jetzt bei der Europameisterschaft auch noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Ich denke, dass wir einfach zusammen sehr gut harmonieren, vor allem die jungen Spieler. Das macht sehr viel Spaß im Training, auch als auch außerhalb des Trainings. Wir machen sehr viel zusammen und wir haben immer unseren Spaß. Ich weiß nicht, ob wir die neue Generation sind. Ich glaube, das hat sich jetzt über Jahre hinweg so entwickelt, dass immer mehr jüngere Spieler dazukommen und dass wir jetzt eine neue Generation sind, das glaube ich nicht. Es wird gebeten, dass du auch was dazu sagst. Okay, dann sage ich natürlich was dazu. man kann schon ein bisschen davon reden, dass es nochmal eine andere Generation ist, die ganz Jungen, die jetzt einfach nach oben kommen und ja, ich denke zum Beispiel Spieler wie Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger, die schon
länger dabei sind, sehr viele Turniere schon gemacht haben, dass die schon mal noch eine etwas ältere Generation sind wie wir. Aber ich denke, das tut der Mannschaft gut, einfach frischer Wind und dann die erfahrenen Spieler. Und ich denke, die Mischung passt ganz gut bei uns. So, die letzten drei Fragen. Ulf Zimmermann. Ja, Marco, eine zweigeteilte, vielleicht nochmal zum Tor. War der kräftige Schuss auch der Grund dafür, dass Sie diesen Krampf bekommen haben, von dem Sie gestern Abend gesprochen haben? Und die zweite vielleicht, es hat so ausgesehen, Sie kommen ins Spiel und haben gespielt, als ob Sie nie was anderes getan hätten, als in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Ist das so einfach zu machen, indem der Bundesträger das Spiel so wie du immer spielst, oder bereitet man sich mental da doch ein bisschen anders drauf vor, ein bisschen intensiver? Ja, natürlich bereitet man sich da noch anders drauf vor. Ich meine, wie ich das schon gesagt habe, das war mein erstes Europameisterschaftsspiel und ich habe mir natürlich viel vorgenommen, wollte unbedingt der Mannschaft helfen und vor allem für mich persönlich natürlich auch eine gute Leistung zeigen. Ich denke, für mich war sehr wichtig, dass ich gut in die Partie reingekommen bin und dass ich viele Aktionen hatte. Das hilft natürlich allen sehr viel und das gibt mir natürlich sehr viel Selbstvertrauen und dann weiß ich auch, dass in einer Partie sehr viel möglich ist. Und zum Tor, ich denke, ich habe halt, wo ich dann geschossen habe, habe ich dann einen Krampf bekommen. Der hat sich dann hinterher wieder gelöst. Ich weiß nicht, ob da zu viel Kraft hinter war. Jedenfalls ist hinterher alles gut gegangen. Wade. Oliver Fritsch. Eine Frage an beide. Der dreifache Wechsel sollte ja auch den Gegner überraschen. Nun war das aber schon Stunden vorher als Nachricht zu lesen und zu hören. Offenbar auch zum Missfallen und Ärger des Trainers. War das nicht ein Nachteil, ein taktischer Nachteil? Und wie sehen Sie das? Und wie bewerten Sie das oder erklären Sie sich das? Ja, ob es jetzt ein Nachteil war, weiß ich nicht, aber klar, es ist sehr unglücklich. Ich glaube schon, die letzten Spiele war es auch so, dass irgendwann um 14 Uhr oder 14.30 Uhr schon alle Zeitungen, die ganze Presse wusste, wie wir spielen, ob es Veränderungen gibt oder nicht. Und irgendwo muss da wohl ein Leck sein und das ist natürlich sehr unglücklich. Aber ich denke, jetzt, ein großer Nachteil ist dadurch jetzt nicht entstanden. Ja, ich sehe das genauso. Weiß nicht, wer der Maulwurf ist, der da irgendwas verbreitet. Ich glaube, so wie Anders gesagt hat, Nachteil war es, glaube ich, für uns nicht, wenn man die Partie analysiert hat. Bitte sehr. Questions from Xinmin Evening News, Shanghai, China. I have questions for two. Since you guys behave like twins, I just want to know before the game, you said that you were nervous. Any help with each other to release yourself, communication? And after last night, you guys now shine on the world stage. That means more reporters, more fans will around you guys. Maybe they want to know more about you guys. Have you ever talked something about that? Because maybe more private room is not so much private space in the future. Thank you. Ja, jeder wünscht sich, glaube ich, die große Bühne und jeder will sich zeigen auf der großen Bühne und jetzt war es bei der Europameisterschaft. Ich glaube, ja, sehr, sehr viele Millionen Menschen weltweit schauen das und da sind wir uns, glaube ich, schon bewusst, dass es nochmal mehr Aufmerksamkeit gibt. Mehr Fans oder mehr Reporter dann auch da sein werden. Aber ich denke, wir sind beide bescheiden genug und wissen, was es heißt, da irgendwo im Fokus zu stehen. Und ich denke, da werden wir keine Fehler machen oder irgendwas und freuen uns einfach auf der großen Bühne, unser Können zeigen zu können. Letzte Frage, Armin Groh. André, nochmal zu dem frühen Bekanntwerden hier. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ganz hinten, da. Auf dem Platz hast du ein besseres Auge. Nochmal zu dem frühen Bekanntwerden der Aufstellung. Stimmt es, dass es da auch schon einen Rüffel vom Bundestrainer gab? Weil das war, glaube ich, beim ersten Spiel auch schon so, dass die Aufstellung relativ früh da war. Ja, er hat es auf jeden Fall angesprochen und war natürlich nicht sehr erfreut darüber und hat uns auch das klar mitgeteilt. Und ich denke, dass es aus der Mannschaft niemand ist, der da irgendwas nach außen trägt.
ja, weil ich mir das einfach überhaupt nicht vorstellen kann. Aber es stimmt, dass der Bundestrainer uns darauf angesprochen hat, uns darauf hingewiesen hat. Aber ja, ich denke, in der Mannschaft ist da kein Leck zu finden. Dann sind wir für heute am Ende.